Also in diesem Video nur kurz gezeigt, was ist eigentlich eine Variable oder Datentyp, beziehungsweise wie kann man sich das vorstellen und wo liegt überhaupt der Unterschied zwischen den beiden. So, immer wenn wir uns Werte merken müssen, brauchen wir Variablen. Also wenn wir Werte berechnen und Zwischenergebnisse speichern wollen, wenn wir dem Benutzer die Möglichkeit geben wollen, einen Namen einzugeben oder ähnliches. Immer wenn wir etwas uns kurz merken wollen, brauchen wir eine Variable. Und immer was einhergeht mit Variablen sind Datentypen. Und diesen sehen wir uns als erstes jetzt mal an. Also was beschreibt ein Datentyp? Man kann es vergleichen mit einem Glas. Ein Glas bestimmt im Endeffekt die Füllmenge, die darin maximal Platz hat. Und sie beschreibt, oder die Form des Glases beschreibt im Allgemeinen auch, was da rein soll. Das heißt, wenn wir hier verschiedene Gläser haben, ist es relativ klar, welche Getränke wo rein sollen. Das heißt, der Datentyp, der mit einem Glas vergleichbar ist, kann man sagen, bestimmt eben die Füllmenge und was entsprechend in das Glas rein soll. Also ein Datentyp bestimmt ist so wie ein Glastyp. Ja, er reserviert oder er bestimmt, wie viel Speicher reserviert wird, das heißt, wie viel Menge darf maximal rein, wie groß dürfen die Werte sein, die da rein können und eben auch, was überhaupt rein soll. Und eine Variable jetzt besteht aus einem Datentyp, einem Namen und einem konkreten Wert. Also der Datentyp, haben wir gesagt, ist wie ein Glas, der bestimmt, wie viel darf im Endeffekt maximal rein, bestimmt aber auch, was rein soll. Und eine Variable jetzt bestimmt konkret, welcher Wert wirklich drinnen steht. Das heißt, man könnte es vergleichen mit dem Füllstand im Glas. Ja, bei diesem Weinglas sieht man, das ist nicht ganz voll, da hätte theoretisch mehr Platz, aber die Variable hat eben diesen Wert des bestimmten Füllstandes. Wenn wir jetzt eine weitere Variable anlegen mit einem bestimmten Datentyp oder mit dem gleichen, dann kann dieser Füllstand natürlich anders sein. Die eine Variable hat mehr drinnen als die andere Variable. Was man aber auch sieht an diesem Beispiel oder an dieser Metapher mit dem Glas ist, dass der Datentyp den Maximalwert bestimmt und dass der Computer immer diesen Speicherplatz braucht, immer diesen Maximalwert, auch wenn das Glas dann nicht ganz voll ist. Variablen heißen auch deswegen Variablen, weil der Wert variabel ist. Das heißt, wir können den Füllstand ständig verändern. Wir können Werte dazuzählen, dann wird es mehr, oder wir können Werte weg oder subtrahieren, dann wird der Füllstand entsprechend weniger. Wenn wir jetzt einen anderen Datentyp haben, dann braucht auch dieser einen entsprechenden Speicherplatz und auch dann, wenn noch gar kein Wert vorhanden ist. Und wenn wir dann Werte reingeben, dann füllt sich sozusagen dieses Glas. Wichtig ist, eben der Speicher ist immer vollständig belegt, je nach Datentyp, aber auch, es ist keine gute Idee, das Glas, also mehr in das Glas reinzugeben, als drin Platz hat, also einen Speicherüberlauf zu provozieren. Der Datentyp bestimmt also, wie groß das Glas ist, demnach wie viel maximal rein kann, und es ist keine gute Idee, wenn man hier versucht, größere Werte reinzugeben, dann wird das Programm entsprechend abstürzen oder man schreibt auf Speicher, wo man nicht hinschreiben darf, und dann wird eben das Programm abstürzen. Also die Variable, es gibt mehrere Variablen vom gleichen Datentyp oder kann es geben, ja, man kann viele Weingläser haben und der Datentyp bestimmt eben, wie groß die Füllmenge sein darf. Die Variable bestimmt, wie groß oder wie viel Füllmenge aktuell wirklich vorhanden ist in diesem einen konkreten Glas. Also wenn wir mehrere Gläser haben, dann können die natürlich unterschiedliche Füllstände haben. Ich hoffe, es hat etwas gezeigt, den Unterschied zwischen Variable und Datentyp. Ihr habt jetzt ein Bild dazu, was wozu da ist und warum man das braucht. Und in diesem Sinne dann viel Spaß beim Programmieren lernen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.